Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Side Livestream. Ich bin hier jetzt in Kumköy, wo ich auch wohne und meine Geschäfte habe. Ich bin hier gerade am Strand zum Sonnenuntergang. Wir haben einen sehr, sehr schönen Tag gehabt heute. Da war ich auch auf dem Samstag-Bazar in Side und noch in der Side Ost- und Hafenstraße, die ich euch auch gefilmt habe, über einen Livestream, die ihr euch auch hinterher natürlich anschauen könnt. In diesem wunderschönen Moment mit dem Sonnenuntergang wollte ich hier gerne mit euch teilen, in einem Live-Video, wo man halt so nah wäre, als wäre man dabei. Ich mache hier gerade meinen Livestream über meinem Handy und ich mache auch gleichzeitig eine Aufnahme parat über meine GoPro-Kamera. Das kann ich mal zeigen. Da mache ich eine längere Aufnahme über den von dem Sonnenuntergang. Das ist meine GoPro-Kamera und mit der nehme ich halt den Sonnenuntergang extra auf. Das kann immer von einer halben Stunde bis zu anderthalb Stunden dauern. Und die langen Videos teile ich halt jeden Tag auf meinem YouTube-Sender oder Kanal, sagt man dazu ja, wo man sich diese Videos immer mit richtigem Meeresrausch und Sonnenuntergang oder Wasserrausch oder Flussrauschen anhören und anschauen kann. Zur Meditation, Entspannung und für alle, die das vermissen, nehme ich das wie gesagt hier extra auf über meine GoPro-Kamera in HD. Und diese langen Videos bis zu 2 Stunden könnt ihr euch bei YouTube am Teil der Side Livestream unter der Playlist Meeres- und Flussrauschen, Antalya Side Meeres- und Flussrauschen anschauen. Und so sieht der Strand heute am 12. Februar in Kumköy aus. Den kennt man sicherlich ganz anders. Und der ist ab März auch ganz anders, weil es machen jetzt demnächst viele Hotels wieder auf. Ich bin hier gerade zwischen dem Paloma Ocean Resort Hotel und dem Daphne Garden Hotel, also praktisch vor der Copacabana, die auch gerade nicht auf hat. Oder das Daphne Garden Hotel oder daneben an das Miramare, das Caesars Hotel. Die sind halt jetzt gerade zu. Aber es wird eine. Wir haben gute Buchungen, meinen wir alle. Und daher erwartet man sich dieses Jahr halt auch eine gute Saison. So viel zur aktuellen Information von den Hotels aus Kumköy. Ich wurde öfter angeschrieben bezüglich dem Dream World Waters Hotel hier vorne, was an der Moschee ist, wo ich da einen Livestream machen kann. Ich wollte das gerne machen, aber die lassen dort keinen auf die Baustelle. Das wollen sie nicht gerne. Habe ich gesagt, ist auch kein Problem. Nur, dass das damit auch beantwortet ist, weil ich wurde nicht nur einmal wegen dem Hotel angeschrieben, weil es ja noch im Rohbau und es macht zwar Fortschritte, aber einige denken, ob die das im Sommer gebucht haben, ob das offen ist im Sommer. Es macht gute Fortschritte, sage ich mal so, und ich gehe mal davon aus, dass es zum Sommer auch dann auf hat. Das neue Dreamworld Water Resort heißt es, glaube ich, hier ging bei der Moschee gleich bei Kumköy Einkauf, Eingang. Ja?
Und wir haben heute gute 20 Grad. Hier bei uns im Antalya Side. Hier nochmal ein Blick Richtung Side. Wenn man sich allein vorstellt, wie es hier zwischen Ende April und Anfang November ist, ist das absolut gar kein Vergleich zu jetzt gerade. Logischerweise hat man ja auch keine Boote, gerade weil Wassersport und alles Mögliche hat auch natürlich zu jetzt. Man hat halt einen sehr schönen Wellenrausch. Jede Jahreszeit hat für sich was Schönes hier bei uns vor Ort. Und man sieht, wir haben eigentlich einen blauen Himmel, leichte Wolken jetzt zum Abend. Aber wir hatten den ganzen Tag schönen, klaren, blauen Himmel und keine Wolken gehabt. Hier in Antalya Side. Hier ein Blick Richtung Evrensiki. Was ich hier immer, wenn wir ein paar Tage Regen hatten, immer was so ein kleiner Bach hier ergibt zwischen dem Paloma Hotel und dem Defne Garden, wo einige sogar Probleme haben, um hier rüber zu kommen. Dass hier praktisch eine kleine Brücke gebaut wurde von Leuten, die hier mal vorbeigehen. Das kann ich auch hier einmal zeigen, ne? Damit man hier leicht rüber gehen kann. Denn das ist wirklich ganz schön breit und da kann man sich, wenn man keine wasserfesten Schuhe anhat in dem Moment, kann man sehr schnell nasse Füße bekommen. Hier nochmal der Wellenrausch und das Panorama von der Nähe. Hier direkt live aus Skumkøy vom Strand. Vom Sonnenuntergang.
Dankeschön, ich freue mich, wenn die Videos gefallen. Ich habe mich hier über die Pandemiezeit sehr mit Videos beschäftigt gehabt. Mit Videos und Fotos, die aber über Tiere gingen, bei Cats and Gold. Ich habe noch eine zweite Seite, wo ich bei Instagram, TikTok, YouTube und Facebook auch einen Account habe und wo ich über 4,1 Millionen Follower habe mittlerweile. Aber die geht halt nur um Tiere, Cats and Gold. Und ich habe mich halt dafür auch entschlossen, hier nochmal über Seedl eine Seite zu machen und die halt auch auf Deutsch wird. Also ich sehr viel auf Deutsch mache oder hauptsächlich auf Deutsch. Und daher bin ich halt auf den Namen Unterlässige Livestream gekommen. Denn so viele Videos zusammenschneiden ist ja natürlich auch nicht so einfach. Deswegen halt Livestream, das ist immer da, wo man gerade ist und was man gerade macht. Man kann es teilen, einen Livestream machen und den Leuten das so zeigen, so nah, als wenn man da wäre. Da kommt auch der Name Unterlässige Livestream her. Und hier nehme ich euch gerade live den Sonnenuntergang auf. Ich habe euch jetzt mit meinem Gimbal auf den Sand gestellt, also direkt vor das Wasser, wo man auch die schönste Aussicht hat zum Sonnenuntergang. Und das schauen wir uns jetzt hier zusammen an mit dem Livestream. So lange braucht die Sonne auch nicht mehr, bis die untergeht. Ich hoffe, dass das Video jetzt gefällt, weil ich da nicht so viel jetzt gerade erzähle. Ich will halt, dass der schöne Moment auch zu sehen ist und genossen wird. Mit dem Wellenrauschen und dem Sonnenuntergang. Facebook, Instagram, TikTok. Ich kiss Facebook, Facebook, Instagram war Instagram, ja.
So, jetzt wird die Sonne noch mal ein bisschen stärker, aber jeden Moment wird es auch dunkel. Hier. Live aus Kumköy, der Sonnenuntergang. Thank you very much, you too. It's a live stream. I wanted to show you the sunset live here from Kumköy. Jetzt auch ein sehr, sehr herrlicher Wellenrausch gerade hier bei uns am Strand von Kumköy. Einfach ein herrlicher Anblick und ein Genuss einfach. 12. Februar hier mit einem klaren Himmel, schönen Sonne, leichte Wolken sind jetzt aufgetreten zum Abend. Live aus Side, Kumköy, vor dem Paloma Hotel, Sonnenuntergang mit anzuschauen. Vergiss bitte nicht, das Video zu teilen. So, jetzt habe ich wieder das Gimbal in die Hand genommen und wer auch, wie gesagt, das gerne anschauen will, nochmal ganz in aller Ruhe. Ich nehme hier über meine GoPro-Kamera das nochmal parat auf. Auch mit Meeresrauschen. Und wer mag, kann sich das, wie gesagt, über YouTube alles anschauen. Den gesamten Sonnenuntergang, wie das da jetzt aufgenommen wird. Und hier nochmal der Strand von Kumköy in Richtung Side. Noch mal die herrliche Sonne und dann noch mal der Strand Richtung Evrenseki hier zu Sonnenuntergang. You're welcome. Thank you too. Thank you for watching. Und jetzt sind wir hier kurz vor dem Sonnenuntergang.
The sun goes down in Antalya, see the Kumpel. Hier nochmal ein Blick Richtung Evrensaki. Sonne. Und hier nochmal am Strand Richtung Side. Live aus Side Kumköy zum Sonnenuntergang, liebe Leute. Am 12. Februar. Der Sonnenuntergang. Hier live aus Kumköy. Für euch. Die Sonne könnte jeden Moment hinter den Bergen sein, liebe Leute. Und wie gesagt, ich nehme das alles nochmal über meine GoPro-Kamera parat auf. Das kann man sich alles nochmal anschauen bei Anteil der Ziele Livestream bei meinem YouTube-Kanal. Da wird nochmal alles extra exakt aufgenommen. Was ich dann auch später teilen werde. Was teilweise über Stunden geht. Fluss, Wasserrausch, Meeresrauschen bei meinem YouTube-Kanal. So, jetzt ist die Sonne richtig rot und ist ja kurz vor dem Untergang, liebe Leute. Hier in Antalya, Side Kumköy, am Strand in der Türkei. Für alle, die den Sonnenuntergang lieben, mögen, vermissen. Die Sonne ist jeden Moment im Antalya Kemer hinter dem Berg. Danke, liebe Leute. Ich habe euch mal wieder auf den Sand gestellt, mein Gimbal, und da könnt ihr euch in aller Ruhe den Sonnenuntergang anschauen, weil die Sonne ist jeden Moment weg. Es dauert nicht mehr lange.
Ein Zehntel der Sonne ist schon hinter dem Berg. Jetzt geht es aber sehr schnell. Ich hebe euch mal wieder hoch, dann ist das besser zu sehen. Und jetzt geht es immer schneller. Die Sonne ist schon fast zur Hälfte weg. Sonnenuntergang live aus Silicon-Köy zwischen dem Paloma Ocean Hotel und dem Daphne Garden Hotel ist die Sonne jetzt zur Hälfte untergegangen und das geht sehr schnell, dann ist die ganze Sonne hinter dem Berg. Hier live aus Kumkö. Und die Sonne ist zu 75%, sagen wir mal, ein Dreiviertel der Sonne, also ist schon unter dem Berg. Das Abendrot wird auch immer stärker. Und jetzt ist die Sonne fast weg, liebe Leute. Zu 90% ist die hinter dem Berg. Und jetzt, liebe Leute, ist die Sonne fast weg. And now the sun goes down here. So. Jetzt ist die Sonne komplett weg, liebe Leute. Jetzt ist die weg. Jetzt ist sie hinter dem Berg. Live der Sonnenuntergang bei uns. Bei Anteil der City Livestream. Sonnenuntergang von Kumkö. Gerade ist die Sonne untergegangen. Wenn ich das gerne komplett nochmal anschauen will, das Video wird abgespeichert oder ich habe hier noch einmal eine Extraaufnahme über meine GoPro-Kamera. Das kann man sich bei YouTube dann anschauen. Das ist nämlich eine Aufnahme von über eine Stunde insgesamt. Weil ich nehme dann noch den gesamten Abendrot mit auf. Das kann ich auch hier zeigen nochmal. Und das wird über meine GoPro-Kamera auch nochmal extra aufgenommen und das werde ich dann bei YouTube teilen. Ich teile jeden Tag ein Video vom Sonnenuntergang, Flussrauschen oder Meeresrauschen bei Anteil der City Livestream auf meinem YouTube-Kanal, die aber nur mit Meeres- und Wasserrausch gehen. Nicht Videos, wo ich spreche, sondern wirklich nur Meeres- und Wasserrausch. Und jetzt sieht man den schönen Abendrot. Nochmal der Strand von Kumkö Richtung Evrenseki. Und hier nochmal Richtung Side.
und nochmal mittlerweile jetzt gegen den Abendbrot. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergisst es bitte nicht zu teilen. Danke, dass ihr dabei wart und euch das angeschaut habt. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.